So, meine Damen und Herren, wie angekündigt, sind wir um 9.30 Uhr dann etwa live in der Bundespressekonferenz. Können wir schon mal ganz kurz rüberschauen, so sieht's aus. Und sind dann, wenn dort was passiert, Robert-Koch-Institut und der Bundesgesundheitsminister. So, und jetzt sind wir im Phoenix-Tagesgespräch mit Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo, Frau Quadbeck. Ja, hallo, grüß Sie. Wow, das war laut. Ich freue mich, dass Sie da sind. Lassen Sie uns doch gerne daran anknüpfen, an das, was heute da passiert. Münchner Sicherheitskonferenz, erster Auftritt von Joe Biden als US-Präsident in einer internationalen Ansprache und natürlich auch die Erwartungen an ihn. Also, was wird das alles bringen? Was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Erfolg, dass Biden als erster US-Präsident bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz spricht. Und das ist die Chance für einen Neuanfang im transatlantischen Verhältnis nach der Administration von Trump. Und das macht Biden ja auch bewusst, dass er sagt, dass er bei dieser Sicherheitskonferenz spricht. Man darf natürlich nicht zu hohe Erwartungen haben, dass sich jetzt plötzlich irgendwelche Probleme lösen und schwierig ist natürlich auch, dass letztlich die Diplomatie, die sonst auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet, nämlich dass sich Staatschefs einfach mal ohne Protokoll unter vier Augen oder auch unter sechs Augen austauschen können, das fehlt alles. Also wie gesagt, man darf das Ganze jetzt nicht mit zu hohen Erwartungen beladen, aber dass überhaupt wieder in dieser Art und Weise miteinander gesprochen wird, dass man wieder zu einem rationalen Umgang miteinander zurückkehrt, das ist schon ein Fortschritt. Und was sicherlich sinnvoll wäre, dass man im transatlantischen Verhältnis nicht nur das Trennende betont, also Ostsee-Pipeline und China-Abkommen und auch die Rüstungsausgaben der Deutschen, sondern dass man auch mal versucht, die Gemeinsamkeiten zu betonen, dass man beim Klima wieder an einem Strang ziehen möchte, dass man beim Weltfrieden an einem Strang ziehen möchte und auch, dass man Weltorganisationen gemeinsam neu aufstellen könnte, also die WHO und auch die Welthandelsorganisation, beides Organisationen, die dringend der Reform bedürfen. Und das geht nur gemeinsam zwischen Europa und den USA mit dem Rest der Welt. Wie sehen Sie die Bedeutung oder wie erklären Sie, dass Joe Biden sich explizit für die Münchner Sicherheitskonferenz entschieden hat als erste große internationale Ansprache? Da hätte er ja auch andere Gefäße wählen können. Biden möchte sicherlich dem Land, das er als das Wichtigste oder eines der Wichtigsten in Europa ausgemacht hat, Deutschland, das Verhältnis wieder verbessern. Gerade das deutsch-amerikanische Verhältnis hat in der Trump-Zeit besonders gelitten, weil Merkel und Trump gar keinen Draht miteinander hatten. Und das ist natürlich ein Signal. Und die Münchner Sicherheitskonferenz ist das Wohnzimmer von Biden. Also er war 1980 schon dort als Senator und hat immer wieder Zeichen in verschiedenen politischen Rollen dort gesetzt. Er hat auch, kennt natürlich Ischinger. Er ist da zu Hause. Das heißt, er bewegt sich auf einem sicheren Feld und die Welt muss jetzt auch nicht staunen, dass er das als Auftakt wählt. Das ist also auch, was den diplomatischen Umgang mit Europa angeht, sehr smart, das zu machen. Jetzt haben Sie eben hier bei uns im Phoenix-Tagesgespräch Alexander Graf Lambsdorff ja auch gehört, der gesagt hat, die Bundesregierung habe den USA in den letzten Wochen explizit nochmal, ich zitiere, vors Schienbein getreten. Insbesondere ja auch bei Nord Stream 2 hat Graf Lambsdorff eben gefordert, da müsse es ein Moratorium geben. Diese Gaspipeline müsse erstmal sozusagen eingefroren werden, bis Russland sich in Anführungszeichen wieder ein bisschen besser verhält. Wie sehen Sie das? Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, man muss auf jeden Fall den Russen mehr an Widerstand entgegenhalten, Sanktionen oder auch andere Dinge. Und da kann man in dem Zusammenhang auch über ein Moratorium der Gaspipeline sprechen. Ich finde aber nicht, dass man das Projekt insgesamt in Frage stellen muss, nur wie Lambsdorff es zu Recht ja beurteilt hat. Es war schon weitgehend ein deutscher nationaler Alleingang, aber sonst lief deutsche Außenpolitik immer so, dass die Deutschen überall gefragt haben, ja, was denkt ihr, was denkt ihr? Und na gut, dann versuchen wir jetzt mal hier diesen Kompromiss zu schmieden. Und das war jetzt einmal ein Punkt, wo sich Deutschland sowohl in Europa wie auch gegenüber Amerika durchgesetzt hat. Und da muss man dann nicht sofort die Fahne wieder einrollen, wenn es dann einmal schwierig wird. Nichtsdestotrotz, richtig ist, gegenüber Russland muss ein härterer Kurs eingeschlagen werden. Dann lassen wir uns doch zum Ende dieser Woche noch mal die Woche etwas Revue passieren lassen und gleichzeitig vielleicht auch schon mal eben nach vorne schauen und kommen natürlich zum Thema Corona. Welche Überraschung. Sie haben gestern zu mir gesagt, wir sind im Tal zwischen zwei Ministerpräsidentenkonferenzen, also zwischen der letzten und der nächsten am
3. März. Was ist das, was Sie in diesem Tal, in dem es ja doch sehr, sehr viele Diskussionen gibt, am spannendsten, am wichtigsten finden? Ja, das ist ja immer diese Zeit der Ungewissheit zwischen zwei Ministerpräsidentenkonferenzen. Was kommt als nächstes? Im Moment haben wir zwei gegenläufige Bewegungen. Das eine ist, dass man an den Inzidenzzahlen sehen kann, dass sich da offensichtlich eine dritte Welle aufbaut, nämlich durch die Virusmutationen, die inzwischen bei uns zirkulieren. Und das ist eine neue Gefahr, dass wir zwar erst erfolgreich waren mit dem neuen Shutdown, dass es aber nun offensichtlich nicht mehr ausreicht, um eben diese Mutation zurückzudrängen. Und dann auf der anderen Seite sollen ja jetzt die Schnelltests kommen. Handel, Wirtschaft, Kultur, Bildung sowieso drängen zu Recht auf mehr Freiheit, auf Öffnung, weil sich die Leute danach sehnen und weil es auch zwingend notwendig ist für das Überleben der Ökonomie und für unser aller Wohlbefinden, dass man auch mal wieder spürt, dass es vorangeht. Und das sind so die beiden Antipoden, die wir haben. Und das wird sehr spannend sein, wie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten das dann am 3. März auflösen. Es ist ja auch interessant, dass es noch gar kein Konzept gibt, wie eine Öffnung eigentlich vonstatten gehen könnte. Und das liegt tatsächlich daran, dass die überhaupt nicht wissen, wie weit sie am 3. März gehen können, weil sie nämlich jetzt weiterhin erst noch mal auf die Zahlen gucken. Das wollte ich Sie gerade fragen. Also wenn Sie sagen, zu Recht wird auf Öffnungen gedrängt. Wir hatten diese Woche, das meinte ich mit Revue passieren lassen, ja den Wirtschaftsgipfel, auf dem ja nur beschlossen wurde, dass beim nächsten Bund-Länder-Treffen eben Ideen für ein neues Öffnungskonzept vorgelegt werden. Wie viel Öffnung ist denn aus Ihrer Sicht wie schnell nötig? Also es hängt aus meiner Sicht sowohl davon ab, wie sich die Ausbreitung der mutierten Variante jetzt in der nächsten Woche weiterentwickelt. Und es hängt davon ab, wie gut und wie breitflächig wir tatsächlich diese Schnelltests einsetzen können. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir brauchen nur Covid, aber wir müssen die Situation immer beherrschbar halten. Und in dem Moment, in dem eben die Zahlen auf der Intensivstation und die Todeszahlen ansteigen, da hat man dann doch ein massives Problem. Und das muss man verhindern. Aber wenn man mit den Schnelltests es schafft, schon eine ganze Menge an Verbreitung abzufischen, nicht jeden, aber doch eine ganze Menge, dann ist das zumindest eine Möglichkeit, sich durchzuhangeln, bis dann die Impfungen wirken. Eva Quadbeck, vielen Dank für die klaren Einordnungen, Stellungnahmen. Hier stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerk Deutschlands. Vielen Dank Ihnen hier im Phoenix nachgefragt und ein schönes Wochenende. Sehr gerne, danke Ihnen.